Hallo und herzlich willkommen bei unserem Talk Remote Reflexion von Jugendhakt. Wir würden gerne mit euch das letzte Jahr anschauen, was passiert ist in Zeiten von Corona, was wir umgestellt haben, was wir so für Erfahrungen gemacht haben. Die Gegenwart Nina und Gegenwart Daniel von damals haben gerade den Talk aufgezeichnet und werden gleich als Gegenwart Nina und Gegenwart Daniel von heute mit euch im Q&A sein. Genau, bis dahin werden wir so ein bisschen zusammenfassen, was wir so erlebt haben und freuen uns gleich mit euch in die Diskussion zu gehen. Doch erstmal zu dir, Nina. Stell dich doch mal kurz vor. Ja, hi, ich bin Nina und ich bin seit März im Jugendhakt-Team und vorwiegend eigentlich für die Eventplanung zuständig. Und Daniel, sag du doch mal ein, zwei Sätze zu dir. Ja, ich bin Daniel, ich bin Programmleitung bei Jugendhakt jetzt schon seit 8 Jahren mit am Start und genau, das war auf jeden Fall ein besonderes Jahr und ja, freue mich sehr, dass wir das gleich zusammenfassen aus unseren jeweils unterschiedlichen Perspektiven. Vielleicht steigen wir einfach mal ein mit März. Nina, du hast angefangen, wir haben uns eigentlich so richtig kennengelernt, dann tatsächlich dann auf dem letzten Event, das wir noch machen konnten in München. Erzähl mal, wie ging das los für dich? Ja, es ging spannend und chaotisch los, würde ich sagen. Also ich bin echt froh, dass wir München noch machen konnten. Denn so hatte ich zumindest die Chance, ja auch ein Event noch live vor Ort mitzukriegen, was echt super war. Und dann, also schon in der Vorbereitung war ja Corona das große Thema. Ständig haben wir mit dem Gesundheitsamt telefoniert und waren unsicher, ob wir es überhaupt stattfinden lassen können. Und relativ schnell nach dem Event war dann ja klar, dass es wohl erstmal keine weiteren Events geben wird, was natürlich das ganze Jahr und die ganze Jahresplanung irgendwie in den Haufen geworfen hat. Genau, das war auf jeden Fall sehr aufregend und hat für mich ja auch nochmal ein bisschen die Frage aufgeworfen, was denn dann wohl eigentlich meine Rolle dieses Jahr sein wird. Genau, wie war denn das für dich so? Ja, auch crazy. Also ich habe mich irgendwie sehr gefreut, weil das war das erste Event in München und es war auch gut, dass wir das noch machen konnten, aber tatsächlich jeden Tag mit Gesundheitsamt telefoniert und ist das noch verantwortungsvoll oder nicht und das hat dann gerade noch geklappt und natürlich hat so ein Event schon immer eine besondere Energie, wir geben uns wahnsinnig viel Mühe, den Ort zu etablieren und da alles schön zu machen und dass das nach Jugendhakt aussieht und ihr kennt ja unsere ganze Pixelwelt und so, also man hat so ein spezifisches Jugendhakt-Feeling, das kennen alle, die schon mal da waren. Und ja, irgendwie hatten wir wie alle anderen, egal wie digital wir alle sind, trotzdem glaube ich immer irgendwie ein besonders Gefühl zu Offline-Events und haben dementsprechend auch wenig rein digitale Sachen gemacht. Das müssen wir so auch mal zugeben an der Stelle. Und Corona hat uns da auch so ein bisschen reingezwungen in diese neue Situation. Und genau, und vor allem haben unsere Jugendlichen uns dann ganz schnell in diese neue Situation reingezwungen, weil die einfach sagt, nee, wir sitzen jetzt alle zu Hause, lasst uns mal einen Remote-Hackathon machen, das geht doch auch. Und ja, so waren wir 2 Wochen nach Corona-Start quasi alle zu Hause. Ich glaube, wir Erwachsenen wären eher noch so am Klarkommen gewesen und die Jugendlichen sagten schon, nee, lasst uns losmachen und sind dann gleich mit ins Orga-Team reingesprungen und so. Und das sind ganz viele tolle Dinge passiert. Magst du davon ein bisschen berichten, Nina? Ja, das war auf jeden Fall echt cool und das stimmt. Ich glaube, wir hätten viel länger gebraucht. Wir waren noch so im so strategisch überlegen, okay, wie gehen wir jetzt mit der Gesamtsituation um? Was heißt das fürs Jahr? Und die Jugendlichen waren alle eher so, okay, wir machen jetzt einfach mal. Das war richtig cool. Wir haben dann irgendwie innerhalb von, ich glaube, 6 Tagen dieses gesamte Event geplant mit den Jugendlichen zusammen, die dann auch noch mit moderiert haben. Und das war echt, ich finde schon auch sehr Jugendhakt-Spirit. Also es hat sich schon sehr angefühlt wie ein Jugendhakt-Event auf jeden Fall. Und es sind auch, finde ich, ziemlich coole Sachen dabei entstanden. Ich glaube, wir hatten irgendwie 3 Projekte, an denen gearbeitet wurde. Das war schon echt cool. Und wir hatten halt bei unserem ersten Online-Event tatsächlich auch nur Leute, die schon aus der Community kommen. Also wir haben keine neuen Leute eingeladen. Das war, glaube ich, so als Testballon auch echt ganz gut. Und hat dadurch echt gut funktioniert, finde ich. Ja, total. Also ich glaube, was wir da auf jeden Fall noch mal mitnehmen konnten, ist,
Also die Betreuungsintensität ist noch mal höher. Also wir haben eh schon einen guten Schnitt von also 3-4 MentorInnen zu einem, nein, 3-4 Jugendliche auf einen MentorIn. Und ja, ich glaube, bei Remote Hackathons ist gerade so unser Gefühl eher so irgendwas zwischen 2 und 3 Jugendliche pro MentorIn so als Schnitt. Das, ja, das ist auf jeden Fall was wir mitgenommen haben. Und einfach dieses Kontakt halten und mitbekommen, sind Jugendliche noch mit dran, verlieren wir die gerade, weil, weiß nicht, technisch überfordert oder fühlen sich in ihrer Gruppe nicht wohl oder solche Dinge. So, das ist auf jeden Fall nochmal sehr spannend zu sehen, jetzt auch nicht so überraschend, aber doch, da müssen wir einfach neue Methoden finden und andere Wege gehen und viel engmaschiger zum Beispiel Stand-Ups dann organisieren, damit wir einfach frühzeitiger mitbekommen, wenn Jugendliche da aussteigen und aus irgendeinem Grund sich unwohl fühlen und dann keinen Bock mehr haben. So. Das würde ich, glaube ich, so aus der ersten Session schon mal stark mitnehmen. So. Das würde ich so unterschreiben. Und ich glaube, haben wir nicht auch ein kurzes Video sogar vorbereitet, um mal so einen kleinen Eindruck zu kriegen? Genau, wir können mal in die Abschlusspräsentation. Also Jugendhakt ist ja immer so aufgebaut, Freitag bis Sonntag in der Regel wegen Schulpflicht und so. Aber so 2 bis 3 Tage am Ende Event und am Ende gibt es immer eine Abschlusspräsentation, wo wir einfach die tollen Ideen der Jugendlichen auf eine Bühne heben wollen, eine Öffentlichkeit präsentieren wollen. Die hat natürlich dementsprechend auch online stattgefunden und da gucken wir jetzt einfach mal rein. Noch nicht. Noch nicht. Mein Spotslinger hat da Jets. Oh. Du, der mit dem Stoff. Wir sind jetzt ja schon im Livestream. Wir sind schon in der Aufzeichnung. Sorry, liebe Zuschauer und Zuschauer. Wir haben uns ein bisschen auf Klingonisch verplappert. Verstehen tut uns leid die für die Verspätung. Genau, zum Livestream eine kleine Anmerkung. Es gibt technische Komplikationen, wie das so eben bei einem Hackathon ist. Es wird später höchstwahrscheinlich eine Aufzeichnung geben, aber live geht das heute im Internet leider nicht. Genau, das Internet ist überlastet, alle sind im Internet, wir lieben das Internet und sind froh, dass es für uns da ist. Und wir sind auch froh, dass ihr heute für uns da seid und dass ihr eingeschaltet habt für unsere Abschlusspräsentation für den ersten Jugendhackt Remote Hackathon. Ja, wer steht denn hier? Ja, vielleicht so mal die ersten Eindrücke aus der Abschlusspräsentation, die kann man sich auch nochmal anschauen, da sind einige schöne Dinge passiert, eben auch nochmal die Verweise auf technische Schwierigkeiten. Das war auch ein anderes Internet, würde ich fast sagen, damals so. Wir sind da noch auf Zoom, auch durch auf großen Widerstand in der Community haben wir da trotzdem auf Zoom gesetzt, weil es einfach das da halbwegs stabil funktioniert hat, da auch noch einige Schreckensmeldungen noch nicht so durchgekommen sind. Inzwischen findet alles auf BigBlueButton statt. Das BigBlueButton aus dem März war noch deutlich kaputter als das jetzt heute im Dezember. Damit funktionieren jetzt aber Dinge richtig gut. Da haben wir jetzt zuletzt in Hamburg zum Beispiel nochmal tolle Erfahrungen gemacht und so weiter. Also so schön, was auch technologisch passiert ist dieses Jahr. Aber natürlich alles schon auch privilegiert. Das, glaube ich, müssen wir auch nochmal mitnehmen, dass natürlich die technischen Zugangsvoraussetzungen für einen Remote-Hackathon schon nochmal andere sind als die wir vor Ort herstellen können, zum Beispiel durch Leih-Laptops und so weiter. Was denkst du dazu, Nina? Ja, das muss man auf jeden Fall ganz klar sagen. Also ich meine, so eine Videokonferenz über mehrere Tage hinweg ist jetzt einfach schon was, wo es auch wichtig ist, dass irgendwie das Internet halbwegs stabil ist und auch der Rechner das Videokonferenz irgendwie gut mitmacht. Da merkt man schon, dass das auch nicht immer bei allen Leuten, die dabei sind, einwandfrei funktioniert. Und natürlich betrifft das aber ja auch tatsächlich nur die überhaupt die technische Ausstattung zu Hause haben. Da sind auf jeden Fall echt viele Leute dabei, die wir so überhaupt nicht abholen können. Und das ist was wir, glaube ich, echt nochmal stärker mitdenken müssen, auf jeden Fall auch für die nächsten Jahre, wo man irgendwie versuchen muss, Lösungen zu finden. Was ja tatsächlich vor Ort mit den Leih-Laptops schon ganz gut funktioniert, aber digital natürlich ein bisschen schwieriger ist. Da müssen wir nochmal gucken, wie wir da nochmal rankommen. Ja.
Ja, sind wir uns auch noch nicht so richtig sicher, weil ich glaube auch die, keine Ahnung, also man kann natürlich Leihlaptops verschicken mit Webcam und alles so weiter, aber ich glaube häufig ist tatsächlich der Zugang und halt auch der Zugang in der Familie. Also kann ich quasi allein ein Gerät und die Leitung über 3 Tage blockieren, wenn dann noch ein paar Geschwister und Elternteile warten, die auch irgendwie Internet nutzen wollen und haben halt nicht alle die fetten Leitungen zu Hause, weil Kosten, weil auf dem Land oder muss man ja nicht nur auf dem Land sein, um schlechte Internetleitungen in Deutschland zu haben. So, also das sind so ein bisschen, genau, die Sachen, die uns beschäftigen. Also ich glaube, gerade Remote-Angebote müssen wir viel stärker drauf gucken, auf die, die wir nicht erreichen, die für uns nicht sichtbar sind. Freuen uns natürlich über alle, die wir erreichen, das ist keine Frage, aber die, die wir nicht erreichen, die bleiben noch unsichtbarer, befürchten wir gerade so ein bisschen, als die, die wir schon erreichen. Ja, das betrifft ja tatsächlich auch nicht nur uns, sondern ist ja tatsächlich auch mit Homeschooling und so ein generelles Problem, dass man sich wohl viel stärker nochmal angucken muss. Ich würde aber sagen, dass grundsätzlich trotzdem, dass dieses Jahr echt alles ziemlich gut funktioniert hat. Ich habe nämlich nochmal geguckt, was wir eigentlich dieses Jahr alles gemacht haben, also mal so für die Statistik-Nerds unter uns. Das ist nur eine Mini-Statistik. Wir haben nämlich insgesamt tatsächlich 6 Online-Events gehabt, also unsere klassischen Hackathons, die wir sonst über so ein Wochenende machen. Wir hatten 27 Lab-Workshops, die dann über so ein paar Stunden oder einen halben Tag irgendwie verteilt laufen und haben 9 Community-Talks gehalten. Also wir haben ja so ein kleines Talkshow-Format quasi ins Leben gerufen am Anfang von Corona, das wir so im Schnitt einmal im Monat ausgestrahlt haben. Ich finde, das ist für so ein Corona-Jahr eigentlich durchaus ein ganz guter Schnitt, mit dem ich am Anfang des Jahres gar nicht gerechnet hatte, dass wir tatsächlich so viele Formate umsetzen würden. Was meinst du, Daniel? Tatsächlich war ich bei der Zusammenfassung der Zahlen überrascht, weil gefühlt war das gar nicht so. Also irgendwie, ja, wahrscheinlich wie viele das Gefühl, in so einem Krisenjahr dann auch noch überperformen zu müssen, so hatten wir das, glaube ich, auch so, weil wir eben gesehen haben, der Bedarf bei den Jugendlichen ist eben so hoch und viel Freizeit war plötzlich da. Die klassischen Angebote der Bildung und überhaupt Orte der Jugendarbeit halt nicht erfüllen konnten. So. Deswegen wird da versucht, so ein Stück weit einzuspringen. Ich glaube, das hat sich auch nochmal zum Ende des Jahres deutlich verlagert. Also als wieder viel mehr Schule stattgefunden hat, als wahnsinnig viele Prüfungen nachgeholt wurden. Also das sind uns so ein Stück weit viele Jugendliche, die eine Zeit lang sehr Bock hatten, mit uns Angebote zu machen, ein Stück weit wieder weggebrochen, weil sie einfach in der Schule viel nachholen mussten. So. Also es war auch so eine Wellenbewegung durchs Jahr, würde ich sagen. Aber genau, von unserer Seite würde ich sagen, es ist viel passiert und eben ein paar Sachen, die auch nicht mehr weggehen. Also so jetzt gerade die Livestreaming-Formate wie die Community-Talks und so weiter, die hatten wir schon lange auf dem Schirm, aber jetzt eben gemacht und die laufen jetzt auch total toll und da sind wir auch sehr froh, dass wir in der Kombination mit unserer Online-Community, die wir über Zulip, so Open Source Tool, auch schon länger etabliert haben, dass das eigentlich ziemlich gut funktioniert, weil wir eben nicht die Schwierigkeit hatten, Jugendliche zu erreichen, als dann plötzlich die Lockdowns da waren, weil wir es eben auch vorher schon in Kontakt waren und da so die Online-Communities etabliert hatten. Das wäre auf jeden Fall auch ja, was man mitnehmen kann, sich da unabhängig zu machen, auch am besten unabhängig von proprietären Anbietern und da eigene Orte aufsetzen, um dann eben in solchen Situationen auch in Kontakt sein zu können. So. Das war, glaube ich, so für viele klassische Jugendarbeit, die eine ganz wichtige Funktion für Heranwachsende führen, tatsächlich ein großes Problem. Gibt es aber auch sehr schöne Beispiele, wie zum Beispiel die ganzen Jugendeinrichtungen in Köln, die dann plötzlich einen gemeinsamen Twitch-Kanal aufgemacht haben und da, weiß gar nicht, 18, 12, 16 Stunden am Tag Angebote gemacht haben, was ziemlich schön war anzuschauen, was auch ziemlich gut angenommen wurde. So, ja. Also viel Spannendes Neues passiert. Sollen wir vielleicht mal in unseren Community-Talk reingucken? Ja. Da würde ich jetzt mal reinspringen. Haben wir nämlich so ein paar schöne Aussagen nochmal aus Perspektive der MentorInnen. Magst du vielleicht nochmal kurz einführen, Nina? Ja, gerne. Also wir haben einen Community-Talk gemacht zum Thema Mentoring, bei dem 3 unserer, ich glaube sogar noch Teilnehmerinnen aus ihrer Sicht erzählt haben,
was Mentoring bei Jugendhakt ausmacht und warum MentorInnen so wichtig sind bei Jugendhakt. Und da gab es echt einige ziemlich schöne Zitate darüber, was die Jugendlichen auch mitnehmen von den Events, die echt auch mir nochmal gezeigt haben, dass das schon ein guter Job ist, den wir hier irgendwie, also ein wichtiger Job, den wir hier machen. Vielleicht können wir kurz das Zitat von Jana abspielen. Jugendliche, die sich für auch so gesellschaftliche Themen einsetzen. Seht ihr das genauso? Also inspiriert euch das auch und macht euch das auch glücklich oder seht ihr es eher neutraler? Nee, mich macht das auch glücklich. Also ich fand das vor allem während der Schulzeit so super, dass ich an den Wochenenden richtig oft bei Jugendhakt war und da so voll den Motivations-Inspirationsboost bekommen habe, der mich dann so ein bisschen durch die Schule wieder getragen hat für einen Monat, bis das nächste Jugendhakt kam. Weil, ich weiß nicht, man vergisst, glaube ich, schnell in der Schule, dass Lernen Spaß macht und dass Lernen etwas ist, was man eigentlich gerne macht und dass auch Arbeiten etwas ist, was man super gerne macht und super inspirierend ist und cool ist. Und dann geht man einmal zu einem Jugendhakt und man sieht halt, da sind 30, 40 Jugendliche, die freiwillig ihr Wochenende opfern, um nicht zu schlafen und stattdessen die ganze Zeit vorm Rechner zu sitzen und zu programmieren, weil sie die Welt ein Stückchen besser machen wollen oder einfach nur, weil sie Lust haben, sich einen Aluhut zu bauen. Und das ist einfach super schön. Und das, ach, ich weiß nicht, ich finde, das ist super inspirierend und so eine bestimmte Jugendhack-Atmosphäre, die es selten bei anderen Events gibt. Da hat man irgendwie fast das Bedürfnis, den Hashtag unbezahlte Werbung zu nutzen, finde ich. Ja, also ich finde, das ist echt ein schönes Zitat und ist ja auch genau das, was wir eigentlich vermitteln wollen, dass Lernen Spaß macht und dass irgendwie in der Community zusammenarbeiten, dass das was total wertvoll ist und wo einfach auch jeder was von mitnehmen kann, egal mit welchen Kenntnissen man vorher so kommt. Deswegen fand ich das super schön, das nochmal so von unseren TeilnehmerInnen zu hören. Und ich finde generell bei den Community Talks und vielleicht auch generell durch Corona nochmal ein bisschen gefördert, ist ja auch, dass die Jugendlichen bei uns in diesem Jahr viel stärker nochmal so mit in so eine aktive Rolle irgendwie gerutscht sind. Das finde ich auch total super, weil wir tatsächlich jetzt ja auch viele Leute haben, die die Community Talks selber schon moderiert haben, wie bei dem jetzt zum Beispiel auch. Da waren wir nur so im Hintergrund überhaupt noch mit dabei. Das ist, was wir vorher in der Form, glaube ich, auch nur sehr wenig gemacht haben und was ich echt finde, sollten wir so weiterführen. Mhm. Genau, also wahrscheinlich auch ein Stück weit durch die Niedrigschwelligkeit der Beteiligung ist es auf jeden Fall da dieses Jahr nochmal viel passiert. Ich denke, wir haben innerhalb unserer Angebote hatten wir schon immer einen sehr hohen Beteiligungsgrad. Also Jugendliche durften da sehr selbstbestimmt ihre Projekte wählen. Wir sind da immer nur beratend an der Seite gewesen. Oder eben reingegangen, wenn wir wirklich was zweifelhaft fanden so und dann in die Diskussion gegangen. Aber im Wesentlichen tun Jugendliche in unseren Angeboten das, was sie für richtig halten. So. Genau, und jetzt eben auch nochmal in dieser Orga-Funktion haben wir ja nochmal viel erreicht, finde ich auch. Und vielleicht nochmal ein kurzer Blick auf Ehrenamt und Jugendhakt. Da auf jeden Fall nochmal großes Danke auch in diese Community hinein. Ihr vielen tollen Menschen, die immer wieder entgegen ihrem Biorhythmus sich die Wochenenden um die Ohren schlagen und Jugendliche unterstützen und genau da viel reingeben, aber wie wir gerade gehört haben, eben auch viel mit rausnehmen können, vor allem viel Optimismus und Glaube an die nächste Generation, dass da viel Gutes nachkommt, sehr politische Menschen mit tollen Ideen und so. Also da auch tatsächlich nochmal der Werbeblock, wenn ihr vielleicht auch mit nicht so schönem Gefühl durch das Jahr gegangen seid und am Struggeln seid, bietet da, glaube ich, Jugendhakt auf jeden Fall nochmal gute Chancen, neben all dem Struggle auch wieder auf positive Weise sich mit digitalen Technologien und Gesellschaft auseinanderzusetzen. Definitiv, das kann ich nur unterschreiben. Genau, ich wollte auch noch mal kurz auf die vielen tollen Unterstützerinnen eingehen, weil ich glaube, dass tatsächlich eine Herausforderung, die wir in diesem Jahr festgestellt haben, schon auch ist, das hast du auch gesagt, mit dem Betreuungsaufwand schon ein bisschen, dass so Mentoring im Digitalen auf jeden Fall noch mal aufwendiger ist. Also nicht nur, dass man irgendwie einen besseren Betreuungsschlüssel braucht, sondern das ist einfach auch noch mal eine völlig andere Arbeit. Und ich glaube, alle Tools, die wir so an die Seite stellen können und wollen, fangen das halt auch nur bedingt auf. Es ist einfach schon viel, was da so über die pädagogischen Fähigkeiten dann unserer MentorInnen läuft. Und da ist es echt cool, dass so viele Leute uns da dieses Jahr weiterhin auch unterstützt haben. Da kann man nicht oft genug Danke sagen, würde ich sagen. Und auf jeden Fall was wir aus diesem Jahr schon nochmal mitnehmen müssen, leider, dass genau Mentoring
nicht einfacher geworden ist. Also für uns, euch als MentorInnen zu unterstützen, ist nicht leichter geworden. Und quasi zu sehen, wo was schiefläuft, wo Frustration auftaucht, ähnlich wie wir das vorher bei Jugendlichen schon benannt haben, sind wir da ähnlich blind gegenüber MentorInnen und mussten auch da wieder Methoden finden, quasi wie wir mitbekommen, wo taucht Frustration auf, wo gibt es Überforderung und so weiter. Da haben mit Sicherheit einige MentorInnen dieses Jahr ein schwereres Leben gehabt als in den Offline-Events. So. Genau, und da sind wir eben auch dabei, irgendwie unsere Methoden nachzuziehen und vielleicht nochmal enger im Austausch zu sein mit MentorInnen und so weiter. Also so auch da eine recht steile Lernkurve dieses Jahr, wo wir immer noch dabei sind, so das aufzuarbeiten und zu gucken, wie wir uns da verbessern können. So. Ja. Insofern auch da vielen Dank an alle, die das mitgemacht haben und auch durchgehalten haben. So. Genau, wobei ich auch finde, man kann trotzdem festhalten, dass so alles, was so soziale Momente betrifft auf den Events, was ja Jugendhack schon auch stark ausmacht, so ein Gruppengefühl irgendwie, finde ich, hat tatsächlich erstaunlich gut auch im digitalen Bereich funktioniert. Also so die Events, die ich jetzt online mitbetreut habe, da hatte ich schon das Gefühl, dass schon auch so ein gewisser Gruppenspirit aufkommt und es wurde irgendwie extrem viel gespielt zwischendurch. Da haben sich irgendwie viele Gruppen getroffen, die irgendwie auch abends sich nochmal zu einer kleinen Spielerunde getroffen haben. Das war echt schön zu sehen, finde ich, dass solche Sachen doch auch gut funktionieren, obwohl man sich eigentlich ja nicht wirklich begegnet, sondern nur so vor seinem Bildschirm guckt. Ja, total. Auch den Vernetzungen finde ich. Wir haben ein großes Netzwerk an Events, insgesamt 12 verschiedene Städte, die da zusammenarbeiten und so weiter. Und auch da hatten wir unsere Offline-Treffen 2-mal im Jahr meistens. Und da haben wir auch deutlich die Intensität erhöht dieses Jahr, einfach indem wir nochmal viel mehr Online-Treffen hinzugefügt haben. Da glaube ich, kann man einfach auch nochmal auf die Akzeptanz bauen, dass einfach so Videocalls normaler geworden sind, man sich schneller mal zusammenschaltet, wo man sonst vielleicht Dinge auf Offline-Treffen verlegt hätte und so weiter. Also da hat sich, finde ich, die Zusammenarbeit auf der organisationellen Ebene auch nochmal deutlich verändert. So. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, der Wissensaustausch ist in diesem Jahr vermutlich sogar nochmal deutlich besser gewesen als in den letzten Jahren. Also, wobei, das kann ich natürlich gar nicht beurteilen, aber mein Gefühl war, der Wissensaustausch in diesem Jahr war extrem hoch, auch unter den einzelnen Orga-Teams. Und das war auf jeden Fall super hilfreich, auch für uns. Ich finde eine Sache, sorry, mach du ruhig. Nee, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es sich tatsächlich erhöht hat. Ich glaube, quasi dieses neu gewonnene Wissen war in diesem Jahr so extrem hoch, deswegen gab es den Bedarf. Ich würde sagen, in den ersten Jahren war das ähnlich hoch, der Wissensaustausch. In den letzten Jahren gab es halt nicht mehr diese krassen Sprünge an neuen Informationen und an neuem Wissen, das wir generiert haben. Insofern, aber ja, hoch war der dieses Jahr auf jeden Fall. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Das ist nochmal gut zusammengefasst. Ich finde, was ein bisschen schade war, ist eine Sache, die ich in München zum Beispiel ziemlich cool fand, sind so diese ganzen Hardware-Projekte und so alles, was so Bastelsachen sind. Da entstehen ja auch echt immer ziemlich coole Sachen. Das war dieses Jahr natürlich nicht ganz so einfach, also beziehungsweise ist jetzt online einfach komplett rausgefallen, leider. Aber ich finde trotzdem, dass auch die Projekte, die entstanden sind, in diesem Jahr echt alle eine extrem hohe Qualität hatten. Also alles wirklich richtig coole Ideen. Sehr viel Herzblut da reingeflossen. An vielen wird auch, glaube ich, immer noch zum Teil weitergearbeitet. Und ich glaube, wir haben ein Video aus Hamburg mit dabei, oder? Du warst beim Hamburger Event mit dabei. Erzähl doch mal ein bisschen davon. Das Hamburger Event war jetzt eher so zum Ende des Jahres. September hatten wir das, glaube ich. Da hatten wir dann schon ein paar Events gemacht und einige Erfahrungen, die wir da eben dann auch anwenden konnten. Und ja, irgendwie hatten wir das Gefühl, dass das extrem, also wir haben immer tolle Projekte, aber irgendwie gibt es natürlich dann immer nochmal, natürlich auch nach persönlicher Neigung, aber immer nochmal so besonders starke Events, wo dann besonders viel passiert. Und jetzt haben wir gerade hier nochmal Daten gegen Rechts, wo wir gerne mit euch reinschauen würden, einfach um zu sehen, was hatten Jugendliche inhaltlich dieses Jahr so interessiert. Und
das können wir natürlich auch jedes Jahr sagen, aber das ist schon besonders, dass Jugendliche natürlich auch das, was in der Gesellschaft passiert und besonders schief läuft, kritisch begleiten. Und da freuen wir uns immer besonders, wenn Projekte wie dieses entstehen und Jugendliche so politisch agieren und so klare Forderungen und Ideen und auch Haltungen haben. Genau, schauen wir einfach mal rein und lassen die Jugendlichen für sich sprechen. Also wir sind die Gruppe Daten gegen Rechts. Wir bestehen aus 5 TeilnehmerInnen, die man im nächsten Slide mehr oder weniger erkennen kann, und stellen euch jetzt unser Projekt vor. Ziel unseres Projektes war, Daten über rechtsextreme Angriffe und Übergriffe aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen und übersichtlich in einer Karte darzustellen. Das Ganze hat auch zum Ziel, diese in ein einheitliches Datenformat zu bringen und möglichst umfangreich zu werden. Weil es gibt verschiedene Opferberatungsstellen, die Daten erfassen über Vorfälle, die teilweise aber nur regional sind, teilweise in sehr verschiedenen Formaten, teilweise nicht einfach maschinenlesbar und dadurch sehr schwer auszuwerten. Und all dadurch, wenn wir diese Daten irgendwie möglichst gut verarbeiten können und möglichst gut präsentieren können, ist unser Wunsch, dass wir damit ein stärkeres Bewusstsein für die zunehmende rechte Gewalt in Deutschland, aber auch, wie sie schon sehr lange war, schaffen können. Genau, dafür haben wir eine Visualisierung. Ich mache hier mal Pause. Ihr findet alle Projekte der Jugendlichen unter jugendtakt.org/projekte. Lasst euch da gern mal, nehmt euch die Zeit, schaut euch ein bisschen was an. Das ist fantastisch, was da schon alles entstanden ist. Inzwischen sind es viele hunderte Projekte, die über die letzten 8 Jahre da dokumentiert wurden und eben einen ganz guten Einblick geben, was Jugendliche in unserer Gesellschaft beschäftigt und Jugendliche auch in unserer Gesellschaft stört und wo es auch Unterstützungsbedarf gibt, also wo wir vielleicht auch eine Rolle einnehmen können und dann anwaltlich für Jugendliche uns für bestimmte Themen einsetzen, wenn wir das nicht schon an vielen Stellen tun. Genau. Was man in dem Video auch gesehen hat, unabhängig jetzt vom Inhalt, waren so die Emojis, die da von unten so reingeflogen sind. Für alle, die sich wundern, was das war, wir haben im Laufe unserer Online-Events hat jemand aus unserem Netzwerk tatsächlich so ein Applausometer gebaut, damit man bei der Abschlusspräsentation nicht ganz auf den wohlverdienten Applaus verzichten muss, sondern so ein bisschen Feedback zumindest auch noch kriegt. Das war auch echt cool und hat das Ganze, finde ich, noch mal ein bisschen interaktiver und herzlicher gemacht irgendwie. Mega. Also das war richtig, richtig toll. Das war auch das, was wir in den ersten Events festgestellt haben, was so ein bisschen fehlt. Also so dieses, ich gehe auf eine Bühne und dann werde ich da runter applaudiert und fühle noch mal ein bisschen, dass ich was Tolles gemacht habe. Das hat uns so bei den Online-Events, diese Stimmung hat uns da so ein bisschen gefehlt und da ist Hanno dankenswerterweise mit reingesprungen. Genau, ist auch Open Source und veröffentlicht, kann verwendet werden, denn im Hintergrund sieht man eben Big Blue Button, die ganze Aufzeichnung hat stattgefunden mit OBS, wo wir dann versucht haben, das nochmal ein bisschen bildlich aufzubereiten. Also so, da hat sich auch einiges so an unser Toolchain getan und sehr viel Open Source und eben auch sehr viel Mitarbeit von MentorInnen und Jugendlichen, um dann nochmal so unsere digitale Welt ein Stück weit für uns anzupassen, was man zum Beispiel jetzt hier nicht sehen kann. Es gibt immer zum Start ein Brainstorming, wo eben die Ideen von den Jugendlichen entwickelt werden. Das hat auch so Plakaten, die wir gestaltet haben, die haben so durchgeleitet durch diesen Prozess. Und da gibt es jetzt eben auch ein Tool, das quasi von Hack-MDs, von Coding-MDs das Ganze transferiert auf Plakate und dann wieder so darstellt. Also so, da ist ganz viel intern und extern passiert an toller Weiterentwicklung dieses Jahr. An der Stelle vielen Dank an alle. Genau. Ja, du hast gerade schon Hack-MD und Coding-MD genannt. Das ist tatsächlich vielleicht so aus Tool-Perspektive nochmal ganz interessant, dass wir einfach auch extrem viel wirklich mit Pads gearbeitet haben, um die Übersicht über die Tage zu behalten. Das hat auch echt gut funktioniert, finde ich. Und vielleicht noch einmal so als Mini-Ausblick schon mal. Wir haben alle unsere Erfahrungen auch in so einem kleinen Handbuch zusammengefasst, das wir eigentlich auch planen, noch zu veröffentlichen im nächsten Jahr. So, dass ihr nicht nur diesen Talk habt, sondern im Zweifelsfall jeder oder jede, die möchte, gerne auch das Handbuch verwenden kann und da auch gerne weiter Entwicklung dran betreiben darf natürlich. Genau, vielleicht wollen wir da gerade noch mal weitermachen, oder? So ein bisschen, was kommt, was steht die nächsten Jahre an?
Was steht das nächste Jahr an vor allem? Also Handbuch, gibt es schon quasi für die Offline-Events, jetzt kommt das für Online-Events dazu, handbuch.jugendhakt.org wird das dann zu finden sein. Dann freuen wir uns sehr, dass wir in so einem Projekt bewilligt bekommen, das aus so einer Idee entstand. Wir haben uns gefragt, so, okay, das ist eine besondere Zeit, also dieses Jahr besonders, aber auch zum Herum irgendwie Digitalisierung findet statt und wir haben mit Sicherheit eine Community, die einen sehr starken gestaltenden Moment in dieser Digitalisierung hat und auch natürlich einen kritischen Moment. Und wäre es nicht schön, wenn wir irgendwie in 30 Jahren auf diese Jahre gucken könnten und sehen, wer waren denn die Personen, was waren damals für Haltungen, was hat uns bewegt und so weiter. So eine Art digitale Vorbilder. Und da werden wir dieses Jahr, also das kommende Jahr, die Chance haben, mit vielen von euch ins Gespräch zu kommen, Interviews zu machen, das Ganze aufzuzeichnen, das aufzubereiten, eben für die zukünftige Perspektive auf heute, aber eben auch als Role Models für junge Menschen, die wir weiterhin ansprechen wollen, von Jugendlichen für Jugendliche, aber eben auch von MentorInnen an Jugendliche, einfach aufzuzeigen, was das sind so die Beweggründe und da noch mehr Menschen für unsere Mission und für unsere gemeinsamen Werte und Ziele zu begeistern. Genau, das wird uns auf jeden Fall im nächsten Jahr beschäftigen und ansonsten hoffen wir natürlich stark darauf, dass wir schon auch wieder vor Ort Events machen können, also so gut, dass dieses Jahr irgendwie auch alles geklappt hat. Freuen wir uns natürlich schon auch, uns mal wieder alle zu sehen. Das wird schön. Ich hoffe da sehr drauf. Wir wollen aber trotzdem natürlich auch die ganzen Online-Sachen jetzt nicht wegfallen lassen. Also gerade die Community Talks ist was, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Das werden wir auf jeden Fall weiterführen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir auch Online-Events nochmal machen, weil wir festgestellt haben, dass das vielleicht gerade auch für so internationalen Austausch nochmal ganz gut funktioniert. Wir hatten von Jugendhakt Österreich, von Linz aus, tatsächlich im Rahmen der Ars Electronica dieses Jahr ja auch schon so eine Art Mini-Austausch, wo aus, ich glaube, 4 verschiedenen Ländern Jugendliche teilgenommen haben. Und das hat uns nochmal gezeigt, dass das auf jeden Fall eine gute Idee ist, um ja tatsächlich da überregional einfach auch und übernational Leute zusammenzubringen für so ein Wochenende. Das ist, glaube ich, was wir echt nochmal weitermachen können. Genau, und dann die Labs, die werden auch nochmal einen eigenen Talk gehabt haben, noch haben. Wir haben sind gerade mitten im Fahrplan bauen. Mal gucken, ob das vor oder nach diesem hier stattfindet. Auf jeden Fall werden wir da nächstes Jahr nochmal stark ausbauen und die nächsten Jahre stark ausbauen. Die Idee von den Labs ist ja eben, Jugendhack ganzjährig anzubieten an Orten, die nicht unbedingt privilegiert sind durch besonders viele Angebote. Das heißt, auch mal raus aus den Metropolen in die ländlichen Räume rein und da quasi Spaces vor Ort zu unterstützen, eben nochmal ihre Jugendarbeit weiterzuentwickeln. Insofern auch hier an euch alle, die ihr schon immer die Idee habt, nochmal stärker mit Jugendlichen zu arbeiten und JunghackerInnen zu erreichen, meldet euch gerne bei uns und vor allem abonniert Newsletter und so weiter. Darüber werden wir dann verkünden, sobald die nächsten Labs starten können. Genau, da ist vor allem die Idee, dass wir viel OER, viel Open Educational Resources produzieren, die euch in eurer pädagogischen Arbeit und in euren Angeboten unterstützen sollen. Genau, aber dazu mehr in dem Talk von den Kolleginnen aus den Labs. Genau. Ja, es bleibt spannend bei Jugendhakt auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, ich habe das Gefühl, wir haben vielleicht das Jahr schon ganz gut abgearbeitet, oder? Ich glaube auch. Ich würde sagen, wir können gut in das Q&A springen und da einfach direkt offene Fragen beantworten, oder? Genau, wir passen auch auf, dass wir vielleicht die gleichen Klamotten einfach dann nochmal anziehen. Dann sieht es so aus, als wäre es so richtig nahtlos ineinander übergegangen. Wir sehen uns gleich. Bye, bye, bis gleich. Hi und willkommen zurück aus dem Studio Berlin von Wikipacker. Wir sind hier mit Daniel und Nina, die ihr bis gerade aus der Konserve gesehen habt, jetzt für Q&A nach dem Talk. Ich fange gleich mal an. Wir merken das ja auch hier auf dem Kongress, also ich auf jeden Fall persönlich. Es läuft nicht immer rund, oft liegt es an den Verbindungen. Ich habe es ja auch angesprochen im Talk.
wie gut die Leute teilnehmen können. Auch bei Jugendhack hängt ja stark davon ab, wie gut die Internetleitung bis nach Hause ist. Das ist ein grundsätzliches Problem. Was seht ihr denn da oder was wären eure Wünsche, damit das, ja, damit wirklich alle auch teilnehmen können in Zukunft bei solchen Formaten? Danke. Ja, ich fange einfach mal an und genau, Nina ergänzt. Ja, also ich glaube, was gerade einfach mega deutlich wird, ist, dass das nicht nur, also nicht nur, aber auch Sache von Privilegien ist, also einen Zugang zum Netz zu haben, Zugang zur Technologie zu haben, dass es auch nicht nur ein Thema von Wirtschaftlichkeit ist, also so wird es ja meistens verhandelt, wir brauchen, was weiß ich, schnelle Internetverbindungen auf dem Land, damit man da auch erfolgreich wirtschaften kann. Es ist ein riesiges soziales Problem. Wir sehen, dass wir Jugendliche nicht mehr erreichen, wir sehen, dass Jugendliche nicht mehr an Gesellschaft teilhaben können. Dafür braucht es auch nicht nur eine Pandemie, das hätte man auch schon vorher sehen können und da ist, glaube ich, so unsere Kernforderung einfach da, sich einfach noch viel mehr zu bemühen in der Politik, da wirklich eine Zugangsgleich, also für alle einen gleichen Zugang zu schaffen, der adäquat ist und der liegt, glaube ich, weit über den Vorstellungen, was im Moment als Bandbreite diskutiert wird. So. Naja, und es geht ja tatsächlich auch gar nicht nur um Bandbreite und Internetverbindungen, sondern auch um generell Geräte, die man irgendwie vor Ort haben muss. Das ist natürlich auch eine Frage irgendwie der Grundversorgung im Zweifel sogar ist. Da gibt es, glaube ich, auch noch einiges zu tun politisch. Ja, und das ist ja leider auch alles kein neues Problem, aber wie so viele Sachen haben wir das ja schon lang kommen sehen und merken, es jetzt dieses Jahr ganz Besonderes. Ich wollte noch mal kurz auf die Rolle eingehen. Ihr habt es ja auch gesagt, irgendwie die Jugendlichen bei Jugendhackt, die ja sowieso immer schon sehr stark auch in der Eigenverantwortung stehen und auch lernen, dass sie tatsächlich Dinge übernehmen können und sich trauen und in der Sache bestätigt werden, haben ja dieses Jahr auch bei Jugendhackt tatsächlich sind ein bisschen mehr in gestaltende Rollen gerutscht. Was wollte ich denn jetzt eigentlich dazu fragen? Ich wollte euch sozusagen, wie das sozusagen für euch mit auch der Art und Weise zusammenhängt, wie Jugendhackt sich entwickelt. Da würde ich gerne nochmal eure Meinung zu hören. Soll ich mal anfangen? Ja, Nina. Genau, also ich hoffe, dass das was ist, was immer stärker wird. Also ich meine, wir haben das im Talk ja auch schon gesagt, Jugendliche hatten schon immer viel Mitgestaltungspotenzial bei Jugendhackt, aber ich finde, das ist in diesem Jahr wirklich nochmal stärker geworden und was wir auch gerne ausbauen würden in Zukunft. Und ich hoffe, dass auch so in den Orga- und Moderationssachen und so wir da einfach viel stärker mit einbeziehen können und deswegen ja auch die Community Talks zum Beispiel gerne weitermachen wollen. Ich glaube, dass das auch irgendwie eine coole Chance ist, sich mal so auszuprobieren in solchen Formaten, irgendwie neue Skills auch zu lernen und so. Das wollen wir auf jeden Fall weiterführen. Gut, ich kann euch gleich noch eine Frage hier aus dem Chat weitergeben. Wir haben, Enrixel fragt, ihr hattet Pads und Big Blue Button erwähnt, gerade in eurem Talk. Welche Online-Tools nutzt ihr sonst noch? Gute Frage. Also was wir ganz stark inzwischen ausgebaut haben, ist unsere eigene Website. Da geht es natürlich viel um Präsentationen, aber da, wenn ihr einfach mal auf jugendhackt.org/Projekte guckt, dann habt ihr da einen wirklich wunderbaren Schatz an tollen Ideen und auch an Kritikpunkten von Jugendlichen in unserer Gesellschaft. Also wo sehen sie Verbesserungspotenzial? Und dann wir haben es ja auch ein bisschen skizziert, während der Pandemie haben wir uns schon von Zoom über verschiedene Jitsi-Tools bis hin zu Big Blue Button entwickelt, so wie auch die Qualität der Tools sich zum Glück der Open Source Tools sich deutlich verbessert hat. Dann haben wir inzwischen einiges an selbstgeschaffenen Tools. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wir haben den Talk mehrfach aufgezeichnet, deswegen, was wir genau erwähnt haben, aber gerade Hanno aus unserer Community hat einige wirklich tolle Tools gebaut, zum Beispiel unsere Plakate, die wir im Brainstorming einsetzen, hat er ein Tool gebaut, das aus HackMDs dann oder CodyMDs Plakate generiert, die eben in dem Style sind, wie die vorher waren. Und unser tolles Applausometer ist neu entstanden, das quasi das Audience-Feedback, das man sonst ganz automatisch hat, wenn man mit einer Person im Saal ist, den Applaus und die netten Gesten und die begeisterten, blitzenden Augen, das versucht quasi in ein Online-Tool zu bringen, damit wir das wieder
zurück in die Abschlusspräsentation bringen können, was wirklich herausragend gut funktioniert hat und so ein bisschen den Gap schließt aus dieser, man spricht ins Leere und weiß gar nicht, ob das ankam. Genau, und vielleicht noch kurz zur Ergänzung, wir haben auch verschiedene so Brainstorming kollaborative Tools ausgetestet, wo man so mit Post-it Sachen hin und her schieben kann. Ich muss zugeben, ich habe gerade nicht mehr im Kopf, wie die Tools alle hießen, die wir dafür genutzt haben und will hier jetzt auch nicht aus Versehen Schleichwerbung für irgendwas machen. Aber können wir gerne im Nachhinein vielleicht nochmal eine Liste mit Empfehlungen rumschicken. Und ansonsten nutzen wir natürlich, wie hier auch für den Kongress, Pre-Ticks. Nee, hier ist es Pre-Talks. Wir nutzen Pre-Ticks für die Anmeldung. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Dinge, die wir so an Technik nutzen im Moment. Alles klar. Und natürlich so, denn OBS und andere Geschichten für Streaming, also das ganze Paket von der Vorbereitung zur Durchführung, dann auch zum Streaming hinterher.